Ja, ich wünsche einen schönen guten Abend hier in Stralsund. Ich freue mich über volle Hütte hier mit Mann und Maus, hätte ich fast gesagt, Mann und Hund und Frau natürlich, nicht zu vergessen. Ich freue mich, dass Sie hier den Weg gefunden haben in das schöne Volkshaus, in dem wir wieder gastieren dürfen. Und das ist ja heutzutage leider nicht ganz selbstverständlich. Denn wir erleben es gerade jetzt im Wahlkampf überall in Deutschland, dass immer wieder Gastwirte eingeschüchtert werden, dass Scheiben eingeschmissen werden, dass Fassaden beschmiert werden, um sozusagen Sie davon abzuhalten, uns sozusagen den, als Gäste aufzunehmen, damit wir unsere Veranstaltung durchführen. Und das ist wirklich absolut traurig. Und als wir gestern davon erfahren haben, dass hier das Volkshaus auch betroffen ist, haben wir natürlich vermutet oder befürchtet, dass unsere Gastwirte auch sagen, okay, im Sinne unserer Aufgabe hier, dass wir Gäste bewirken und wir auch mit dem Geschäft klarkommen, treten wir vielleicht zurück. Aber das ist nicht passiert. Und da bin ich sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz, dass Erika und Erika hier vom Volkshaus in Stralsund. Genau das war diese Antifa will. Sie will die Gastwirte einschüchtern, um uns den öffentlichen Raum zu nehmen, damit wir unsere Ideen, unsere Positionen nicht mehr vertreten können. Und was sind das anderes als antidemokratische Zustände, die wir heute leider schon wieder in unserem Land erleben müssen? Das ist traurig, dass das passiert. Aber ich sage auch, viel mehr Bürger werden es nach und nach erkennen, werden es sehen, dass hier Antidemokraten am Werke sind, die teils heimlich auch unterstützt werden von etablierten Politikern. Das muss man auch ganz klar sagen. Das sind die Sturmtruppen von diesen linksgrünen Politikern, die eben die Wahrheit oder die Meinung der anderen nicht vertreten oder überhaupt wahrnehmen wollen. Und das ist mit Demokratie überhaupt nicht vereinbar. Wir müssen dem ganz klar entgegentreten. Wir sind 1989 auf die Straße gegangen, um uns die Freiheit zu erkämpfen. Und wir lassen uns diese Freiheit nicht nehmen. Und ich möchte an der Stelle einen ganz besonderen Dank aussprechen an Erika. Und Erika, da fällt es mir den Vornamen immer sehr, sehr leicht. Einmal die Vereinsvorsitzende, die hier sozusagen ganz klar gestanden hat und gesagt hat, nee, wir machen jetzt erst recht weiter, wir wollen die Demokratie erhalten und wollen, dass auch die AfD ihre Position darstellen kann. Und da freuen wir uns darüber, dass Erika, die Vereinsvorsitzende, und Erika, ihre Mitarbeiterin, beide hier zu uns halten. Und deswegen haben wir auch ein kleines Präsent für die beiden mitbekommen. Ich weiß nicht, ob Sie noch nach vorne kommen, mal kurz. Ich bin schon auf dem Weg, ich hole Sie gerade. Komm mal bitte mit. So, und ich will schon mal die kleinen Präsente, eine Anerkennung muss sein für so viel Zivilcourage, die das ja bedeutet heutzutage. Das ist nämlich Zivilcourage in dem absolut super Sinne. So, dann darf ich hier euch nach vorne bitten, kommt zu uns, der Jens holt gleich das andere Präsent noch. Unsere beiden Tapferen. Unsere beiden Tapferinnen, die wirklich kämpfen für die Freiheit und die Freiheit der Andersdenkenden, das finde ich super, dass ihr steht für viele tausende andere, die auch mutig sein wollen, es manchmal vielleicht nicht sind, aber ihr seid unsere Mutigen, ihr seid unsere Helden heute Abend hier vom Volkshaus Stralsund. Dankeschön. Einmal stehen dann bitte schön mitmachen. Und wir werden natürlich zur Stelle sein, wenn wir hier vielleicht noch mithelfen können, hier wieder Ordnung zu schaffen bei den eurem beschmierten Wänden, bei den beschmierten Scheiben. Wenn wir da unterstützen können, machen wir das gerne, denn wir meinen, dass wir gemeinsam zusammenstehen wollen für unsere Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, für Meinungsfreiheit. Das alles, was wir uns mit der Wende 89 erkämpft haben, dass wir uns das bewahren und die Antidemokraten in die Schranken verweisen. Das ist unsere Aufgabe, wir gemeinsam auch hier in Stralsund. Vielen Dank euch. Ja, nun freut es mich auch, dass heute viele Leute hergekommen sind, um diese Veranstaltung zu besuchen, damit wir einfach unsere Position darstellen können. Viele sind ja einfach verängstigt und trauen sich gar nicht in die Veranstaltung herein, weil sie Angst haben, vielleicht werden Fotos gemacht, mein Arbeitgeber sieht das und ich bekomme dann Probleme. Das ist ja das, was uns heute bewegt, dass man sich schon wieder gar nicht traut, zu seiner Meinung zu stehen oder nur zu seinem Interesse daran zu stehen. Das müssen wir überwinden. Das sehe ich auch als eine große Aufgabe der Alternative für Deutschland. Nicht nur die inhaltliche Politik, sondern auch die gesellschaftlichen Bedingungen,
wieder so hinzubekommen, dass hier jeder offen und frei, frank und frei, wie man so sagt, seine Meinung einfach offen sagen kann, dass keiner mehr Angst haben muss für das, was er steht und für das, was er liebt. Ja, wir wollen heute reden zur Geheimsache eher Asyl. Das hat sich ergeben aus einer Anfrage, die ich im Bundestag gestellt habe an die Bundesregierung, wie denn eigentlich die Asylbewerber nach Deutschland einreisen. Dazu komme ich auch gleich ausführlich noch, weil es eine ganz aktuelle Geschichte ist. Ich möchte aber vorher natürlich so ein bisschen von unserer allgemeinen Arbeit im Deutschen Bundestag berichten. Wir sind ja nun auch schon 1,5 Jahre dort vertreten in großer Stärke. Ich weiß nicht, wer von euch sich die Phoenix-Übertragung immer mal ansieht. Die haben ja so gute Einschaltquoten wie lange nicht. Also es läuft richtig gut für Phoenix und für uns natürlich dadurch auch, weil die Leute viel gucken, weil jetzt wieder interessant, es ist wieder interessant, Bundestag zu gucken. Ja. Man hört ja auch von Saaldienern, die schon Jahrzehnte da unterwegs sind, dass sie gesagt haben, Mensch, haben ja vor 4 Jahren noch die Füße eingeschlafen hier. Die ganzen Diskussionen waren völlig irrelevant, weil eigentlich alle einer Meinung waren. Und jetzt ist endlich wieder Leben in der Bude. Und das ist wichtig. Auch da erfüllen wir schon einen wichtigen Dienst, dass der Bürger sich jetzt wirklich ein Bild über ganz verschiedene Meinungen zu verschiedenen Themen machen kann. Es ist eben keine Einheitssoße mehr, sondern es findet Kontroverse statt. Und der Bürger schaut sich das an und kann sich eine eigene Meinung bilden, zu welchem Argument er denn zuneigt. Das finde ich ist schon ein großes Verdienst, das wir an unserer Demokratie geleistet haben. Das ist die Aufgabe auch der AfD im Deutschen Bundestag, die mit 91 Abgeordneten dort sitzt. Das ist ein großer Block. Und wenn wir da ordentlich Rabatz machen, dann ist da auch Stimmung in der Bude. Das wollen die anderen natürlich nicht, aber es ist wirklich schön anzusehen, wie sie keine Argumente finden und keine Methode finden, um uns inhaltlich zu stellen, wie sie immer so sagen. Ich habe davon nicht viel gemerkt, dass sie uns an irgendeiner Stelle inhaltlich gestellt hätten. Es findet einfach nicht statt. Und das ist eigentlich auch das Frappierendste, was ich in diesen 1,5 Jahren so in so einer Zwischenbilanz erkennen muss, dass sie eigentlich einfach so weitermachen wie bisher. Sie ändern gar nichts. Es gibt so ein bisschen Kosmetik. Wenn Sie sich erinnern zum Beispiel an die Werkstattgespräche der CDU, da haben sie halt mal so einen Stuhlkreis gebildet und haben über Migration gesprochen und was da vielleicht nicht so ganz gut gelaufen ist im Herbst 2015. Das war aber nicht der Anfang einer Diskussion, die war ja sinnvoll, kann man ja nicht anders sagen. Aber es war nicht der Anfang einer Diskussion, um die Politik wirklich zu ändern, sondern es sollte einfach ein Feigenblatt sein, um den Leuten draußen zu zeigen, hey, wir kümmern uns doch um die Sache. Aber nachdem die Stühle dort weggeräumt waren, war schon wieder Ebbe. Dann war es vorbei. Daraus sind jetzt keine Erkenntnisse irgendwie in Politik umgewandelt worden, in keiner Weise. Es sollte den Leuten nur mal suggerieren, wir kümmern uns schon drum, es ändert sich aber nichts. Und das erleben wir jede Woche im Deutschen Bundestag. Das erleben wir auch auf vielen Feldern in der Diskussion. Aber ich würde heute natürlich mal mich um das Thema Migration insbesondere kümmern, weil es ja auch eines der Themen ist, die die Menschen in Deutschland am meisten nach wie vor bewegt. Und weil es natürlich auch in den letzten Jahren, die ersten Jahre, die wir jetzt im Deutschen Bundestag waren, das prägende Thema war und eines der Alleinstellungsmerkmale auch der AfD ist, die eben nicht ausländerfeindlich ist, die eben nicht rassistisch ist, sondern einfach anprangert, dass die Merkel-Regierung hier eine Politik zulasten unserer deutschen Heimat macht. Das sehen wir als Problem an. Wir haben überhaupt kein Problem mit Menschen anderer Kulturen, aber wir können nicht in Millionen hier Migranten in unser Land lassen und damit unsere Identität verlieren. Das wollen wir nicht und wir sind die Einzigen, die das sagen. Und darüber wollen wir heute reden. Und schauen erstmal noch zurück auf das Thema Migrationskrise, was ja 2015 in millionenfacher Ausführung sozusagen dann unser Land drängte. 2015 wurde der Druck auf die Außengrenzen sehr, sehr stark, die dann unkontrolliert über die griechischen Inseln im Wesentlichen zu uns nach Mitteleuropa strebten. Und dann hat Merkel im Sommer 2015 das Dublin-Abkommen de facto außer Kraft gesetzt für Syrer und hat gesagt, okay, wenn die Syrer über diese Strecke kommen, dann wollen wir die aufnehmen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass der Magnet erst richtig angeschaltet wurde. Das heißt, dann ging eigentlich diese Massenbewegung über den Balkan in diesen Massen, die wir alle aus dem Fernsehen kennen, so richtig los. Und dann hatten die Bundesregenten sozusagen ein großes Problem. Und das hat Thomas de Maizière, damals Innenminister, ja auch sogar in einer Dokumentation öffentlich bekannt. Denn er wusste natürlich, das, was sie dort tun,
ist eigentlich rechtswidrig. Es entspricht nicht den europäischen Regeln, nicht den Dublin-Verfahren und eigentlich auch nicht dem Grundgesetz, dass sie einfach die Grenzen für jeden auflassen und jeden hindurchlassen. Das ist eigentlich so nicht richtig, aber de Maizière hat es zugegeben. Er hat gesagt, ja, da hätte es hässliche Bilder gegeben an der Grenze, wenn dort jemand zurückgewiesen worden wäre. Und das wollen wir. Und genau das ist es. Das ist sozusagen die opportunistische, populistische Politik dieser Bundeskanzlerin Merkel. Sie hat genau gewusst, dass sie gegen das Recht verstößt und dass sie damit gegen die Interessen Deutschlands handelt. Sie hat es trotzdem getan, weil sie gedacht hat, die öffentliche Meinung könnte so sein, dass uns das auf die Füße fällt, also lassen wir lieber alle hinein. Und ich hätte noch, oder wir alle hätten wahrscheinlich noch gesagt, okay, wenn sie jetzt in der humanitären Aktion ein paar hineinlässt, die im ersten Ansturm sozusagen dann irgendwo gestrandet waren, und hätte gesagt, okay, diese 1000 nehmen wir hier jetzt rein, eigentlich dürfen wir es nicht, machen wir aber aus humanitären Gründen, um sie dann natürlich auch ganz klar zu prüfen, ob sie dann überhaupt einen Aufenthaltsstatus bekommen können. Aber gleichzeitig, im gleichen Atemzug hätten sie sagen müssen, das heißt aber nicht, dass alle kommen dürfen, sondern das ist jetzt nur eine Ausnahme. Jeder, der danach kommt, kommt nicht herein. Und dann wären auch nicht weitere Tausende, Zehntausende, Hunderttausende sozusagen über den Balkan weitergezogen. Dann hätten die gewusst, es funktioniert nicht und hätten sich jetzt gar nicht auf den Weg gemacht. Aber das alles hat die Merkel-Regierung gescheut und das muss man ihr heute noch vorwerfen, dass sie hier gegen unsere Interessen und gegen das Recht gehandelt hat. Merkel hat also diese Grenzschließung abgelehnt, übrigens gegen den Willen von Bundespolizei, Bundeskriminalamt und auch Verfassungsschutz. Und dann sind eben 1 Million Migranten über diesen unkontrollierten Zustrom zu uns gekommen. Wenn man das ein bisschen weiterrechnet, waren es am Ende sogar 2 Millionen, davon etwa 30.000 nach Mecklenburg-Vorpommern. Man sieht das an diesem Balkendiagramm auch nochmal ganz deutlich. Das waren vorher 2010 etwa knapp 50.000 Migranten, das ist relativ konstant geblieben. Dann ist der Strom etwas stärker gestiegen durch die Ereignisse im Nahen Osten. Über das könnte man auch mal reden. Warum haben wir eigentlich diesen sogenannten arabischen Frühling dort gehabt? Das ist ja auch sozusagen der westlichen Politik zu verdanken, die überall Eingriff nehmen wollte. Stichwort Gaddafi in Libyen. Völlig unsinnig. Es war völlig unsinnig. Es war nämlich zu erkennen, dass da niemals jetzt da irgendeine demokratische Regierung nach Gaddafi kommen würde, sondern sozusagen ein Bürgerkrieg entstehen würde, der natürlich weitere Probleme nach sich zieht. Eine völlig kurzsichtige Politik, die betrieben wurde. Und in Syrien war es ganz genauso. Und dann schwoll der Strom an, 2015. Hier geht es um die Asylentscheidung, deswegen ist hier der große Balken ist 2016, weil da erst die meisten Asylentscheidungen abgearbeitet wurden. Und dann ist es so langsam wieder zurückgegangen, geht aber heute auch nochmal 2019 oben, sieht wenig aus, ist aber jetzt sozusagen nur die ersten 3 Monate. Wir haben also nach wie vor das gleiche Problem wie 2015, nur nicht in der Ausprägung. Lassen Sie sich nicht irritieren oder lassen Sie sich nicht beeindrucken, wenn gesagt wird, es werden doch immer weniger. Es werden nicht immer weniger Migranten hier im Land, es kommen nur weniger neue. Aber es kommen immer mehr, es werden immer mehr, da ja auch niemand abgeschoben wird. Nach wie vor kommt jedes Jahr eine Migrantenzahl von der Größe Rostocks ins Land. Also etwa 200.000 Einwohner. Das ist eine Menge. Und wenn man bedenkt, dass eben davon nur ein ganz, ganz verschwindend geringer Teil wieder weggeht, dann ist klar, dass wir uns hier weitere Probleme schaffen. Das erleben wir in den Großstädten ja auch, auch übrigens hier in Stralsund, sieht man das ja auch. Die Zahlen werden schon sehr viel stärker, das Stadtbild verändert sich. Wir erleben das in Rostock, in Schwerin, auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Nicht auf dem Niveau wie in Neukölln oder in Hamburg-Wilhelmsburg, klar, aber es entwickelt sich in diese Richtung und das wollen wir einfach nicht, weil wir glauben, dass wir damit unser Land überfordern. Ja, und jetzt hat Merkel die Grenze 2015, also quasi sperrangelweit aufgemacht für alle, die da kommen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass auch Deutschland irgendwann erkannt hat, naja, eigentlich ist es vielleicht doch ein bisschen viel, aber Grenzen zumachen wollen wir auch nicht, also was machen wir? Okay, wir sind ja eine Gemeinschaft in der Europäischen Union, also müssen jetzt alle welche aufnehmen. Das ist natürlich völlig idiotisch. Und da haben die Osteuropäer gleich gesagt, halt stopp mal, das kann nicht sein. Liebe Frau Merkel, du machst die Grenzen da eigenmächtig auf, während wir, also Orban zum Beispiel in Ungarn, da extra einen Zaun hochziehen an der EU-Außengrenze zu Serbien, damit die eben nicht hereinkommen. Ihr nehmt sie alle auf und damit kommen immer noch mehr, weil sie sehen, dass sie aufgenommen werden. Und wir sollen es jetzt ausbaden? Nö, bitteschön, behaltet sie jeder selber. Wollen wir nicht haben. Und das kann ich gut verstehen. Das ist völlig verständlich, dass die Osteuropäer sagen, nö,
Wir haben sie nicht bestellt, also bezahlen wir auch nicht. So ist es. Und Frau Merkel sitzt jetzt praktisch dort allein auf weiter Flur, dass es wirklich eine unkluge Politik, die da betrieben wird. Und wir sehen es auch in den Zahlen. Auch nach 2016 ist Deutschland nach wie vor das Hauptzielland für Asylsuchende. 2017 waren es 31%, also knapp ein Drittel aller Erstantragsteller in der EU insgesamt. Ja, und was passiert nun? Wir haben ja letztes Jahr eine große Regierungskrise gehabt, genau vor einem Jahr, kurz vorm Sommer, weil Herr Seehofer jetzt mal richtig Alarm machen wollte. Jetzt wollte er mal richtig Ordnung und Sicherheit durchsetzen, hat seinen Masterplan aufgesetzt und Frau Merkel hat gesagt, so gibt es nicht. Und er konnte sich ja nun in vielen Punkten durchsetzen, nur in der Umsetzung hapert es dann. Seine Versprechen habe ich hier nochmal aufgelistet. Es gibt nach wie vor keine Rückführungsabkommen mit anderen Staaten. Es gibt keine Zurückweisung an den Grenzen, was Dublin III eigentlich verlangen würde. Denn das heißt, dass sozusagen jeder, der aus einem sicheren Drittstaat kommt, keinen Zugang in Deutschland erhält. Wer in Österreich ist, der ist in einem sicheren Staat. Und der hat kein Recht, nach Deutschland rüberzukommen. Die müsste man eigentlich abweisen. Passiert nach wie vor nicht. Und jetzt kommt noch die nächste Geschichte, der zweite Punkt. Selbst Personen mit Wiedereinreisesperre lässt man über die Grenze. Das hat Herr Seehofer noch groß angeprangert im letzten Jahr und hat gesagt, das kann ja nicht sein. Wenn Leute dann wenigstens mal abgeschoben werden, dann werden die noch wieder zurück reingelassen. Denn normalerweise, wer abgeschoben wird, hat ein Wiedereinreiseverbot, kommt nicht wieder rein auf absehbare Zeit. Und das hat man nicht eingehalten. Wollte Herr Seehofer ändern. Hat er auch geändert. Und zwar an der bayerisch-österreichischen Grenze. Aber nur an der Grenze. Das heißt, es weiß natürlich jeder, der rüberkommen will, der schon mal rausgeflogen ist, weiß das sofort. Es gibt ja überall die Flüchtlingshelfer, in jedem Ort, die sehr unterstützen, an jeder Stelle. Und dann gehen die halt über eine andere Grenze. Dann gehen sie die tschechisch-sächsische Grenze oder über Frankreich nach Deutschland. Denn dort wird das alles kontrolliert. Nur an der bayerisch-österreichischen Grenze wird dieses Wiedereinreiseverbot überprüft. Und da wundert es dann eben nicht, dass es heute in Flüchtlingsheimen schon wieder Willkommenspartys gibt. Das heißt, diejenigen, die rausgeflogen sind, kommen eine Woche später wieder und feiern mit den anderen zusammen, dass sie endlich wieder da sind. So läuft das in der Bananenrepublik Deutschland heute ab. Da hat sich auch durch Seehofer nichts geändert. Ja, und das von Rostock hatte ich Ihnen schon erzählt. Also eine Stadt von der Größe Rostocks kommt jedes Jahr nach Deutschland ungehindert. Und Abschiebungen scheitern auf ganzer Linie. Ende 2018 haben wir 700.000 abgelehnte Asylbewerber in Deutschland. Die sind nicht alle ausreisepflichtig sofort, weil es gibt noch so einen Duldungsstatus. Das heißt, sie sind eigentlich abgelehnt, aber weil es noch sozusagen zu gefährlich ist, die wieder nach Hause zu schicken, werden sie dann noch hier in Deutschland geduldet. Aber es gibt einen Großteil, die tatsächlich vollziehbar ausreisepflichtig sind. Da scheitert dann die Abschiebung ja immer an diversen Punkten. Die sind dann in der Regel nicht da, wenn sie abgeholt werden sollen, weil sie vorher natürlich informiert werden, dass sie abgeschoben werden sollen. Das ist eine sehr schlaue Politik. Und da wird jetzt auch, da hatten wir auch neulich gerade wieder Diskussionen dazu, dass das ist ja unmenschlich, dass man die sozusagen einfach morgens abholt und dann zum Flieger bringt, damit sie dann sozusagen in die Heimat abgeschoben werden. Nein, es ist überhaupt nicht unmenschlich. Das Verfahren ist ja folgendermaßen. Wenn jemand abgelehnt wird und vollziehbar ausreisepflichtig ist, dann wird er aufgefordert, freiwillig das Land zu verlassen. Und bekommt sogar noch eine Starthilfe für den Wiederanfang in der Heimat. Er bekommt also noch ein bisschen Geld mit auf den Weg, um freiwillig auszureisen. Das ist ein großzügiges Angebot von Deutschland, finde ich. Und ist auch in Ordnung, können wir machen. Aber wenn Sie dann dieses Angebot nicht nutzen und ausschlagen und einfach hierbleiben, dann bitteschön müssen Sie auch damit rechnen, dass Sie dann von der Polizei aus der Wohnung geholt werden und eben zwangsweise abgeschoben werden. Das ist doch wohl ganz normal. Hier gilt immer noch das Recht in Deutschland. Sollte zumindest gelten. Ja, hier ein paar Anträge, die wir schon gestellt haben im Deutschen Bundestag, was das Migrationsthema angeht. Also wir sind hier wirklich sehr, sehr fleißig, wir haben alles versucht. Und Sie sehen natürlich schon darunter immer in Klammern abgelehnt. Hätte ich eigentlich nicht dazu schreiben müssen, das wissen Sie, als wenn alles abgelehnt, was von der AfD kommt. Das ist nichts Neues. Wir haben noch nichts durchbekommen im Deutschen Bundestag. Es wird auf absehbare Zeit so bleiben. Es sei denn, Sie wählen uns beim nächsten Mal in größere Stärke, dass wir die Regierungsgeschäfte übernehmen können in irgendeiner Konstellation. Das können wir ja nächstes Mal gerne machen, aber einstweilen sind wir in Opposition.
und man will der AfD eben nicht das Podium bieten oder wie es man so schon heißt. Ja, das, eine unserer ersten Amtshandlungen war natürlich der Merkel-Untersuchungsausschuss. Das heißt, wir haben gesagt, der Bundestag hat noch nicht einmal über diese fatale Grenzöffnung, auch die Rechtswidrigkeit dieser Grenzöffnung diskutiert. Das muss mal richtig aufgearbeitet werden. Und deshalb wollten wir einen Merkel-Untersuchungsausschuss etablieren. Das schaffen wir aber nicht alleine. Wir brauchen doch eine 25-prozentige Mehrheit im Deutschen Bundestag, um das auf den Weg zu bringen. Und da wollte sich uns niemand anschließen. Vorher hatte die FDP noch etwas lauter getönt, dass man sowas ja machen müsse. Hinterher sah die Welt für die Liberalen wieder etwas anders aus. Mit denen gemeinsam hätten wir das vielleicht hinbekommen, mit dann noch zwei, drei Abgeordneten dazu. Wir haben natürlich gefordert, schon an einem Antrag, dass endlich wieder Grenzkontrollen einzuführen sind und auch die Abweisungen durchzuführen sind an der Grenze aufgrund des Dublin-III-Abkommens. Wir haben gesagt, wir wollen das Asylrecht verschärfen. Wir haben als erste Partei und Fraktion aufgegriffen das Thema Global Compact of Migration. Das hat kein anderer aufgegriffen, dieses Thema. Das sollte still und heimlich durchgewunken werden, dieses weltweite Übereinkommen, das im Wesentlichen dafür sorgt, dass aus illegaler Migration legale gemacht werden sollen. Das ist natürlich fatal. Das würde sozusagen dazu führen, dass sie noch mehr auf den Weg machen. Und das ist sehr gefährlich. Und da waren wir die Ersten, die sozusagen dieses Projekt in die Öffentlichkeit getragen haben. Und es hat tatsächlich für Aufsehen gesorgt. Übrigens dann auch, weil die Österreicher das abgelehnt haben. Und das hat für öffentlichen Wirbel gesorgt. Und wir haben tatsächlich mehrmals über dieses Thema sehr ausführlich im Bundestag sprechen können, was auch wieder viel mehr Bürger sozusagen informiert hat, die sich dann ein Bild machen konnten über die Dinge, die von anderen dort so geplant werden und still und heimlich durchgewunken werden sollen. Wurde natürlich auch abgelehnt, das zu stoppen. Ja, und auch wollten wir die Entwicklungshilfe an Rücknahmebereitschaft von Ländern knüpfen, die sozusagen ihre eigenen Leute, die zu uns gekommen sind, nicht zurücknehmen wollen. Das ist eigentlich auch ein selbstverständlicher Gedanke, dass man sagt, wenn ihr nicht kooperiert mit uns, dass wir abgelehnte Asylbewerber aus eurem Land wieder zurückschicken können, dann müssen wir euch halt die Entwicklungshilfe kürzen. Das ist doch wohl auch selbstverständlich. Aber auch das ist natürlich nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Wir wollen Gefährder schneller abschieben. Auch das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Dass man diejenigen, die sozusagen in eine fundamentalistische Richtung des Islam driften, die hier gewaltbereit sind, die sich in radikalen Moscheen zusammentreffen und versuchen sozusagen Terroraktionen auf den Weg zu bringen, dass wir die schnellstmöglich ins Ausland wieder zurückschaffen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, denn wir haben alle gesehen bei dem großen Attentat auf dem Breitscheidplatz in Berlin, was mit wenig Mitteln sozusagen diese Menschen anrichten können und wie das unser Land sozusagen in eine falsche Richtung driften lässt. Und da meinen wir, da muss deutlich härter durchgegriffen. Denn wir sehen ja auch jetzt die Rückkehrer aus Syrien, die da zu uns kommen, die sich dort in den Dschihad begeben haben und jetzt, nachdem sozusagen die Sache für sie dort hoffnungslos ist, zum Glück wieder zurück Richtung Deutschland streben. Was machen wir mit denen? Klar, die mit dem deutschen Pass können wir nicht abschieben, das ist klar, aber zumindest ausländische Gefährder, die müssen wir auf jeden Fall schnellstmöglich abschieben. Wir wollen auch diesen Familiennachzug nicht, der jetzt beschlossen wurde im Deutschen Bundestag. Wollten wir stoppen, weil das natürlich auch sozusagen ein Multiplikator ist, der jetzt noch für größere Parallelgesellschaften sorgen wird. Wir leben es doch in Berlin, Neukölln, in Wedding, Hamburg, Duisburg, Marxloh und wo auch immer, dass sich wirklich Parallelgesellschaften, geradezu schon Gegengesellschaften etablieren, die mittlerweile gar nicht mehr die Notwendigkeit sehen, überhaupt noch Deutsch zu lernen und sich irgendwie in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Man kann ja schon unter seinesgleichen bleiben. Man zieht in den gleichen Kiez wie schon die Verwandten und Bekannten und ist dort sozusagen unter sich und hat keine Notwendigkeit mehr, sich wirklich zu integrieren. Deswegen Integration ist auch eine Frage der Quantität. Wenn man eine Schulklasse hat mit 20 türkischstämmigen Kindern und zwei Deutschen, dann funktioniert Integration auch, nur leider andersrum. Wenn man zwei türkischstämmige Kinder hat und 20 deutsche Kinder, dann ist Integration möglich, dann haben wir auch gar kein Problem. Dann passen sie sich ganz schnell an und nehmen sozusagen auch unsere Kultur, unsere Gebräuche im Wesentlichen an und gehen einen Weg, wie er für uns hier in Mitteleuropa relativ normal ist. Aber das, was jetzt passiert in den Brennpunkten, ist ja etwas anderes. Da haben wir eben schon Gegenden, die mit Deutschland im Grunde nicht mehr viel zu tun haben. Und das wollen wir eben nicht.
Es kann natürlich immer mal sein, dass man in einer Stadt wie Berlin auch ein bisschen Multikulti hat. Überhaupt kein Problem. Aber wenn wir schon Stadtteile haben, in denen man von 200 Schülern vielleicht noch 10 Deutschstämmige hat, dann ist natürlich dort ein Problem vorhanden. Und wie soll sich das weiterentwickeln, wenn der Zustrom weiter so geht und jedes Jahr eine Stadt von der Größe Rostocks kommt? Das Problem wird sich weiter verschärfen. Und irgendwann werden wir unser Land nicht mehr wiedererkennen. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen unsere Kultur, unsere Identität erhalten. Das sehen wir als vorrangige Aufgabe der AfD. Ja, wir wollen die obligatorische Altersverstellung. Das sehen wir auch immer wieder, dass da geschummelt wird bei dem Alter. Man versucht sich immer jünger zu machen, damit man nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann. Auch das kann man verpflichtend eigentlich machen, diese Altersfeststellung bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Und die Rückführung syrischer Flüchtlinge kann auch eingeleitet werden, denn der Bürgerkrieg ist weitestgehend beendet. Es gibt ja nur noch diese eine Enklave in Syrien um Idlib, wo noch gekämpft wird. Ansonsten herrscht dort jetzt wieder Frieden und eigentlich ist es die Aufgabe der Syrer, die hier jetzt auf Zeit Schutz gefunden haben, ihr Land wieder aufzubauen. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema Air Asyl, die rätselhafte Einreise mit dem Flugzeug. Das hätte man ja vorher auch nicht so richtig geahnt, dass tatsächlich auch viele Migranten per Flugzeug hereinkommen. Überraschender Gedanke. Anfang 2017 gab es schon die ersten Gerüchte, dass ein Teil per Flugzeug reinkommt aufgrund einer Befragung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Die Junge Freiheit hat dazu eine Regierungsanfrage gestellt und hat eine interessante Antwort bekommen, die unten dann im wörtlichen Zitat auch steht. Der Reiseweg der Antragsteller wird im Rahmen des Asylverfahrens erfragt. Jedoch über die Ergebnisse werden keine Statistiken angelegt. Warum das so ist, kann die Sprecherin nicht sagen. Und das war Anlass für uns da im Bundestag, diese Frage auch nochmal genauer zu stellen. Das haben wir dann auch die Regierung gefragt, das ist ja ein Mittel, das die Opposition hat, die Regierung schriftlich zu fragen. Und die Regierung muss dann wahrheitsgetreu darauf antworten. Hat 2 Wochen Zeit, schickt dann die Antwort und wir können dann diese Antwort sozusagen verwerten, auch in der Presse zum Beispiel. Und da habe ich dann das erste Mal gefragt, Ende April 2018, wie hoch ist denn der prozentuale Anteil der Asylsuchenden, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Zuge ihres Asylverfahrens nach ihrer Reiseroute befragt wurden und angegeben haben, sie seien mit dem Flugzeug nach Deutschland eingereist. Weil wir alle gedacht haben, wir kommen ja zu Fuß über den Balkan oder mit dem Boot übers Mittelmeer. Die Antwort der Bundesregierung: Seit Februar 2017 wird rund ein Fünftel der Asylantragsteller aus den Hauptherkunftsländern nach ihrem Reiseweg befragt. Vorher war nämlich die Antwort gegenüber der Jungfreien auch, dass sie diese Daten gar nicht erheben würden. Das war die allererste Antwort, die sie bekommen haben. Werden aber eben doch seit Anfang 2017 erhoben. 20% aus den Hauptherkunftsländern wurden befragt. So, und dann ergibt sich daraus hier die Antwort weiterhin. Unter Berücksichtigung des Vorgenannten wird mitgeteilt, dass etwas weniger als ein Drittel der befragten Schutzsuchenden nach ihren Angaben mit dem Flugzeug nach Deutschland eingereist ist. Fast ein Drittel. Erstaunlich. Wo man denkt, die Ärzte der Armen kommen mit dem Flugzeug. Es stellen sich eine Menge Fragen aus dieser Antwort. Woher reisen die Migranten eigentlich ein? Wie kommen die ins Flugzeug rein? Wenn man von außerhalb der EU kommt, braucht man ein Visum. Wie kommen sie ohne gültige Papiere an Bord? Warum werden die Angaben nicht nachgeprüft? Und wieso werden die Zahlen nur für den Dienstgebrauch veröffentlicht? Ja, und hier sehen wir mal die Zahlen angegeben. Das ist die 17er Befragung der Bundesregierung. Wie gesagt, sie haben also nur ein Fünftel der Ankommenden befragt. Das ist deswegen nicht repräsentativ. Aber da wir schon mehrere Befragungen gemacht haben, ist diese Zahl in etwa mal konstant geblieben. Das heißt, es wird wohl in etwa so hinkommen. Mit der Bahn sind es etwa genauso viel wie per Flugzeug. Insgesamt fast 21.000, die sie befragt haben. Flugzeug 6.000, also kommt ungefähr hin. Ein Drittel kommt mit dem Flugzeug. Nur woher, ist die Frage. Daraus habe ich natürlich dann in der Presse das etablieren können, weil man hat diese Nachricht dann in der ersten Woche exklusiv und kann damit an die Presse gehen. Die Presse hat das auch veröffentlicht und hat mein Statement dazu abgegeben. Und da habe ich natürlich gesagt, erstens, wir wollen keine Irrelevanz, kann sie aber nicht weiter verwenden. Warum eigentlich
diese Geheimsache eher Asyl. Die Bundesregierung sieht die Notwendigkeit der Geheimhaltungsstufe unter Berufung auf den Schutz des Staatswohls, den Schutz der Interessen der Bundesrepublik Deutschland und auch wegen des Schutzes sicherheitsrelevanter Frühwarnsysteme. Klingt interessant, aber was Sie konkreter meinen, das ist mir nicht klar. Ihnen wahrscheinlich auch nicht so richtig. Das wäre mal die nächste Frage, die man mal stellen muss. Was da jetzt sozusagen unser Staatswohl gefährden würde. Aber das heißt für mich eines, da ist etwas faul im Staat der Dänemark, hätte ich fast gesagt, Deutschland. Da ist wirklich etwas, wo wir weiter wollen. Da müssen wir weiter vorangehen und gucken, insbesondere bei diesen Flügen aus der Türkei. Was passiert da? Wieso kommen da so viele Herrschaften aus der Türkei rüber, obwohl die gar kein Visum haben? Da werden wir also weiter dranbleiben. Das ist die Aufgabe der Opposition. Und das werden wir natürlich weiter tun, und zwar intensiv tun, um die Merkel-Regierung hier zu piesacken. Ja, wir prüfen im Moment gerade juristische Schritte, um vielleicht doch noch die Zahlen veröffentlichen zu können, weil wir glauben, dass es natürlich angemessen ist, die deutsche Öffentlichkeit transparent zu informieren. Gerade eine Regierung, die so viel Vertrauen verspielt hat mit dieser Grenzöffnung 2015, mit dieser Politik gegen die Interessen des eigenen Landes, ist aufgefordert, hier wirklich transparent für die Bürger zu handeln und offen zu sagen, ja, wir haben hier Einreisen über den Flugweg aus dem und dem Grund. Aber sie mauern. Und das ist nicht gut und deswegen werden wir hier auch weiter ganz klar dranbleiben. Nächste Anfrage ist in Arbeit. Muss ich jetzt vielleicht nicht ins Detail gehen, auch hier bohren wir sozusagen an den Dingen nochmal nach. Ja, und warum sind diese Zahlen so wichtig? Ganz klar, wir wollen wissen, wie die Einreise für Asylbewerber überhaupt möglich ist per Flugzeug, obwohl die Balkanroute geschlossen ist. Also wenn Sie von Griechenland fliegen, müssen Sie nach Griechenland angekommen sein. Und das Thema Türkei habe ich ja schon gesagt, da braucht es ein Visum. Welche Partnerländer winken da also am Flughafen durch? Und die Frage, die man sich natürlich auch, und das dient der Frühaufklärung, wenn man so will, das ist das, was die Regierung ja meint, verändern sich die Migrationsrouten? Und wenn ja, wie? Das kann man natürlich da auch ganz gut ablesen. Deswegen muss man das auch wissen. Und da stehen natürlich dann auch mögliche Lösungen im Raum, die man prüfen muss. Erstens, ob wir nicht doch besser unseren Pass vorzeigen, wenn man innerhalb des Schengen-Raumes unterwegs ist per Flugzeug. Ich halte das für nicht besonders schlimm. Wenn Sie mal bedenken, was man ausfüllen muss, wenn man in die USA reist, ich habe demnächst so eine Ausschussreise dahin, da wird man ja verrückt, was man da alles angeben muss. Also das ist irre. Also man muss ja nicht nur seine eigenen Daten sozusagen völlig blank legen, sondern auch noch die Daten seiner Frau und der Eltern mit Geburtsdatum, allem und so weiter. Und wenn wir dann zumindest mal einfach nur den Pass zeigen beim Einsteigen ins Flugzeug, halte ich das nicht für überzogen. Das ist, glaube ich, nicht so problematisch. Könnte man schon mal machen. Und das würde uns schon dabei helfen, diejenigen nicht ins Flugzeug zu lassen, die eben keine Chance haben. Und wer in Griechenland ankommt als Asylbewerber, der muss ja auch dort nach Dublin 3 sein Asylverfahren machen, der darf ja nicht weiter und bekommt auch entsprechende Papiere. Das heißt, die dürfen ihn dann gar nicht reinlassen. Und damit können wir das Problem zum Beispiel schon beheben. Wollen die Griechen natürlich nicht, ist auch klar. Und für außerhalb der EU gilt, dass die Visa-Regeln klar durchzusetzen sind. Und da werden wir natürlich jetzt genau nochmal etwas hinschauen, um genau das zu überprüfen, was da ganz offensichtlich falsch läuft. Ich wollte an diesem Beispiel mit Air Asyl eigentlich nur nochmal sensibilisieren dafür, dass wir hier mit dieser Regierung keine Änderung erwarten dürfen. Es ist nicht abzusehen, dass in diesem Bereich Migration auch nur irgendetwas geändert wird. Es besteht keine Hoffnung. In Österreich hat es ja eine Änderung gegeben, bis die Regierung jetzt gestürzt ist, aber vorher hat es eine Änderung gegeben. Die haben wirklich, wirklich tolle Änderungen hinbekommen, also genau die Politik umgesetzt, die wir in Deutschland gerne umsetzen würden. In der Koalition ÖVP mit FPÖ, die ja nun leider gescheitert ist, muss man sagen. Aber wir wollen, dass diese Politik in unserem Land auch geändert wird. Dafür stehen wir als AfD und das ist ein Beispiel dafür, dass hier noch vieles im Argen liegt, was wir aufklären müssen, erstens, und dann natürlich die Schlussfolgerungen ziehen müssen, um die Dinge zu ändern. Ja, und die Quintessenz dieser kleinen Vortragsrunde heißt natürlich, dieses Beispiel zeigt, dass eine
starke Opposition im Deutschen Bundestag wirklich wichtig ist für die Bürger. Eine Opposition, die nachbohrt, die den Regierenden auf die Finger klopft, um sie nicht durchkommen zu lassen mit all den Mauscheleien, die hier offensichtlich passieren. Dafür sind wir da als Alternative für Deutschland im Deutschen Bundestag, aber natürlich auch auf kommunaler Basis. Wir haben ja nun in Kürze die Wahl und auch bei der EU-Parlamentswahl wollen wir in großer Stärke hineinkommen ins Brüsseler Parlament. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass wir überall diese starke Opposition sind. Und deshalb denke ich, hoffe ich auf Ihre Unterstützung auch bei den kommenden Wahlen. Das ist wirklich von großer Bedeutung, denn wir haben noch nicht die Stärke erreicht, die wir haben müssten. Wir haben noch nicht den großen Druck, damit die anderen wirklich den Schmerz spüren. Das merke ich immer wieder im Bundestag, dass es tatsächlich so ist, dass sie glauben, das geht schon irgendwie vorüber. Wir machen einfach weiter und hoffen, dass die AfD sich selber zerlegt. Was wir brauchen, ist nochmal eine deutliche Steigerung unserer Wahlzahlen, also unserer Wählerstimmen. Wir müssen wahrscheinlich in die Region kommen bei 25% oder so etwas. Dann werden die anderen unruhig, weil dann geht es um die Mandate. Und das ist das, was sie am wenigsten wollen. Politisch sind die meisten flexibel, Opportunisten, sagen wir mal. Ein großer Teil wird dann dafür sorgen, dass diejenigen in Amt und Würden kommen bei den anderen Parteien, die die Politik ändern. Wenn sie nur spüren, dass bei der nächsten Wahl ihr Mandat in Gefahr ist, dann werden sie aufstehen. Solange halten sie alle die Klappe und folgen Frau Merkel auf diesem oder jenem Weg und machen alles mit. Egal, welche Wende da gemacht wird, das machen sie alles mit. Und das wird sich ändern, wenn wir in die Region kommen von 25%. Das ist unsere Hoffnung für 2021. Aber jetzt wollen wir natürlich erstmal stark in die Kommunalwahl hineinkommen und auch darüber wollen wir natürlich heute vielleicht ganz kurz reden, denn unsere Kandidaten sind ja heute auch hier. Wenn Sie sich mal kurz erheben wollen, unsere Kommunalwahlkandidaten. So, und vielleicht stellen wir unsere Kandidaten auch gleich nochmal ganz kurz vor, ne?